Und dann sage ich auch allen lieben Leuten da draußen auf YouTube einmal ganz herzlich Hallo zusammen. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel als Let's Play erscheinen wird oder ob ich das Ganze im Rahmen einer Nicht-Geburtstagsfolge hochladen werde. Wir schauen nochmal. Also, für all diejenigen, die jetzt auf YouTube zuschauen, wir spielen heute das vor etwas mehr als einer Stunde releasede Valheim, ein Open-World-Wikinger-Survival-Spiel. Survival-Spiel! Nach langer Zeit mal wieder ein kleines Survival-Spielchen. Ich freue mich sehr. Ich habe heute den Tag heiß damit hergebracht, immer wieder den Discord-Server von Valheim zu checken, um zu schauen, wann releasen die das endlich, weil das ist nämlich bis eine Stunde vor Release noch nicht klar geworden, wann es genau rauskommen wird. Es hieß immer nur der heutige Tag. Aber ob um 4, 6, 8, eine Minute vor 12, das war nicht klar. Ja, und wir spielen jetzt das gute Spielchen, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und wir schauen einfach mal, wie es so sein wird. Wie lange es dauert, bis wir sterben. Und gibt es noch irgendwas dazu zu sagen weiter? Für all diejenigen, die es natürlich gerne selber spielen wollen. Auf Steam findet ihr das Ganze. Kostet um die 17 Euro, etwas weniger 16,79 Euro. So ein ganz komischer Betrag. Würde mich freuen, wenn ihr auch die Entwickler dahingehend unterstützen würdet, weil das Spiel hat sehr, 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 sehr viel positiven Zuspruch bekommen. Ich bin sehr gespannt und erwarte viel. Ich klicke derweil mal auf Spiel starten. Und jetzt kommt natürlich das Schöne, was wir zu Beginn immer machen dürfen. Einen Charakter kreieren. Jawoll! Also, ich guck mal, was wir hier... Also, wir können, glaube ich, nicht so viel einstellen. Das ist ganz gut. Ansonsten wären wir hier in endlosen Charaktererstellungstutorials verstrickt worden. So, Hautfarbe. Also, wir können zwischen hell und dunkel wählen. Ich mach mal so ein Mittelding, oder? Vielleicht ein kleines bisschen dunkler. Das Spiel ist, wie ihr seht, grafisch nicht das anspruchsvollste Spiel. Hat auch tatsächlich nur etwas mehr als 500 Megabyte gehabt, was man downloaden musste. Also für ein Open-World-Spiel nicht gerade sehr viel, aber wir schauen einfach mal. Es ist, glaube ich, vielleicht nochmal zum Spiel allgemein, während ich hier so ein bisschen am Rumklicken bin. Es soll wohl von insgesamt 7 Biome, die geplant sind, 3 bisher fertig sein. Und ja, es wird natürlich noch sehr, sehr viel kommen, so viel ist klar. Oh, okay, Pferdeschwanz. So, dass wir natürlich wahrscheinlich... Ich könnte mir vorstellen, das Spiel, sollte das Let's Play erscheinen, in vielleicht 1, 2, 3 Staffeln spielen werden, immer mal wieder. Dass wir halt immer mal wieder zwischendurch reingucken. Okay, das war's. Was geben wir ihm mal für Haare? Geflochten? Na, nee. Nach hinten hin geflochten. Also ich finde so einen Zopf eigentlich gar nicht so schlecht. Heiligenschein geflochten, alles klar. Kurz. Boah. Wobei ich hier diese lange Mähne auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also das Spiel läuft natürlich im Stream. Deswegen natürlich der Stream angehalten, hier mitzuentscheiden, welche Frisur ihr gerne möchtet. Hat das Spiel Multiplayer? Ja, das Spiel hat tatsächlich einen Online-Koop, wo man wohl auf einem Server mit mehreren Leuten spielen kann. Ich glaube, mit bis zu 5 Spielern. Aber ich würde natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, was halt ein Early-Access-Spiel angeht, gerade was Multiplayer angeht. Ich finde es generell sehr gewagt, dass sie das Spiel raushauen und direkt einen Multiplayer-Modus einbinden. Aber ja, man kann das Spiel im Online-Koop spielen. Ich glaube, es soll auch kein PvP bisher geben, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nimm ruhig die lange Frise. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der bin ich auch irgendwie am... Die finde ich irgendwie am besten. So, und natürlich ein Bart. Ich meine, wenn wir einen Wikinger spielen, haben wir natürlich einen Bart zu tragen. Frage ist, welchen? Geflochten? Wir haben ja schon... Ich muss ganz ehrlich sagen, huch, sieht ein bisschen aus wie so ein Zwerg. Wenn wir schon so lange Haare haben, möchte ich eigentlich nicht so einen mega langen Bart haben.
Irgendwie sowas zum Beispiel. Also irgendwas, was elegant wirkt, aber nicht zu aufdringlich. Dick. Also ein bisschen auch wie der Weihnachtsmann, finde ich. Der sich rasiert hat. So. Ja, den finde ich gar nicht mal so schlecht. Gibt ja auch weiblich. Ja, es gibt auch weiblich. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Dieser Smiley dahinter, der war nicht so gut. Okay, so, Haarfarbe. Wir können wählen zwischen schön kastanienbraun und strohblond. Nee, aber so braun. Ich mache mal braune Haare, finde ich schön. Blondheit. Ach so. Ah. Hui, boah, wie wir leuchten. Also wir können richtig auf schwarz gehen. Nee, aber ich finde die Wikinger, die haben mehr so ein bisschen so bräunlich. Weiß gar nicht, hatten Wikinger hatten glaube ich mehr so rote Haare, oder? Naja, ist ja ein bisschen mit drin, ne? So ein kleiner Rotstich. Okay, wie nennen wir denn unseren Charakter mal? Jetzt kommt der interessante Part wieder, wo ich gerne auch wieder auf die Community höre. Welche Namen hättet ihr denn gerne? Ja, okay, bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Irgendwas Wikinger-mäßiges. Das habe ich heute so oft über dieses Spiel nachgedacht und eigentlich hätte es mir auffallen müssen, dass wir doch vielleicht einen Namen vergeben sollten, können, dürfen. Was ist denn schön Wikinger-mäßig? Jetzt komm bitte nicht mit Thor oder sowas. Das ist nie. Hakon? Ja, der ist schon nicht so schlecht. Oh, ich hatte letztens einen. Fjell. Nein, ich habe einen. Ich möchte gerne Thorwald nehmen. Ist zwar der Name Thor mit drin, aber hat tatsächlich gar nicht. Ich habe gar nicht an Thor gedacht. Das hat einen persönlichen Hintergrund, warum ich Thorwald nehme. Den ich jetzt aber nicht näher erläutern möchte. Aber Thorwald ist schon ganz gut. So, ich klicke auf Fertig. So, wir hätten auch direkt Klamotten bekommen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kleidchen. Wir starten und müssen natürlich jetzt erstmal ein. Ich weiß nicht, was dieser Seed hier bedeutet. Einen Namen für den Server vergeben. Ach komm, dann nehme ich jetzt mal was aus dem Chat auf und nehme ich kann leider kein Leerzeichen machen, aber ich schreibe mal rein, Hakons Ei ist unsere Welt. Den Seed, ja, lassen wir so stehen, würde ich sagen. So, und bevor ich jetzt auf Starten gehe, muss ich natürlich noch das Server Passwort empty, Server starten, löschen, neue Community Server, empty, Spiel beitreten, Server Passwort empty, Community Server, Server starten. Ah, okay. Passwort zu kurz. Also, wir machen mal einen Community-Server draus. Und ganz kurz, ich blende mal eben schnell das Spiel aus, damit Hakon bedeutet großer Sohn. Also haben wir jetzt im Prinzip den Namen, das Auge des großen Sohnes vergeben. Okay, ich schreibe mal eben ein Passwort rein. Moment. So. Können wir wieder einblenden. Alles klar. So. Ist direkt verpixelt, deswegen hätte ich es auch eingeblendet lassen können. Nur damit jetzt halt nicht alle möglichen Leute meinen, auf den Server kommen zu müssen. So, dann sagen wir mal Spiel starten. Let's go! Auf dem Auge des großen Sohns oder im Auge des großen Sohns ist unsere Bestimmung, werden wir sie finden. Die 10. Welt.
Ich weiß noch, was jetzt kommt, aber ich habe nun bis dahin gespielt, wo wir in der Welt angekommen sind. Was heißt gespielt? Es kam eine kurze Vorschau, die ich aber nicht mal wirklich als Vorschau bezeichnen möchte. Lasst euch überraschen. Es war auf jeden Fall so ein 2-3-sekündiger Ladebildschirm. Geht sofort los. Bitte warten Sie. Bleiben Sie in der Leitung. Das Spiel wird gleich gestartet. Huch, das war kurz. Vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welten. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab sie einem Exil anheim, in dem sie ankerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einen unbeglichenen Schlaf, doch dies war nicht ihr Ende, denn Lehren Einzelne kamen gegen den Verstand, sieht die Götter entzogen. Ich muss ein bisschen bespurten. Als Odin verdammt aus seiner Einstellung erstanken waren, schaute er in den Keller, als Schild und Schaffel, die des Übrigen der Tore geboren werden. Habt ihr alle verstanden, oder? Ihr konntet selber lesen. Ich hab's dann doch vielleicht ein bisschen unterschätzt. So, hallo! So, wir werden von einem großen Vogel getragen. Ich glaube, es ist eine Walküre. Wobei ich Walküren ehrlich gesagt immer ein bisschen anders in Erinnerung habe. Nicht mit so viel Vogelkopf. So, ich weiß auch gar nicht, warum wir hier überhaupt von ihr hingetragen werden. Aber sei es drum. Ich glaube, ich muss die Sounds doch ein kleines bisschen leiser stellen noch. So, natürlich, durch die Zweige, kein Problem. Boah, du bist nass. Erste Meldung im Spiel, du bist nass. Okay, warte mal kurz. Einstellung. Musik und Geräusche. Schwupps. So, ich hoffe, so ist okay. Ja, wir sind in der Welt angekommen, wir sind nass. Entschuldigung, lass mich doch erstmal ankommen im Spiel. Das Wildschwein erstmal. Das Wildschwein mit meinen bloßen Fäusten erschlagen. So. Okay. So, darf ich jetzt mit dir sprechen? Hugin. Sprich mit Hugin. Willkommen in der 10. Weltkrieger. Ich bin Hugin. Und ich wurde an diesen Ort gesendet. Gesendet und nicht gesandt? Um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Okay, der hier auch. Völlig normales völlig normales Vogelverhalten. Falls euch das nicht aufgefallen ist, das können die Raben in Real Life auch. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier 5 Megalithen. Ich glaube, der Kleine zählt nicht mit. So, wir können nochmal mit Hugin sprechen. Der Stein ist ein Wegvisier. Jetzt wissen wir, was der kleine Stein auf sich hat. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genau untersucht wird, gibt es den Beschwörungsort von Eiktirpreis, deiner ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen. Und wir haben das Wildschwein auch gerade mit unseren Fäusten erledigt, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Ich habe das Wildschwein auch mit meinen Fäusten geschlagen. Ich kann hier jeden mit meinen Fäusten besiegen. Ha! Okay, wow. Oh, krass. Okay, das ist ein Baum. Ein sehr großer Baum. Ist das Yggdrasil? So, wir können uns nochmal betrachten hier. Wow, richtig sexy, der gute Torwald. So, also, wir können hier quasi Wegvisier, Eiktir, registrierte Orte. Ich mach das mal. Okay, Eiktir, der ist ganz nah hier bei uns. Aber ich glaube, wir sollten da noch nicht hingehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann, ne? Und sonst so. Ich habe eine Fackel. Kann ich die auch wieder... Kann ich wegstecken. Okay. Ich lasse die mal gerade weg, weil... Es ist ja hell.
Wir sollten uns vielleicht erstmal so eine Art Basis bauen. Das macht in Survival-Spielen immer am meisten Sinn. Wir müssen ja, wie wir da unten links sehen, auch essen. Ich sehe, meine Visage ist gerade über der Karte. Ich glaube, aber die Karte ist jetzt nicht so. Wartet mal, soll ich. Ich mache sonst mal. Ich kann mich sonst gerne mal ein bisschen verschieben. So. Ist so besser? Soll ich so machen? Oder lieber rechts oben in der Ecke? Ich meine, links oben haben wir die Fackel, also da haben wir wahrscheinlich unser Inventar, deswegen will ich mich da ungern hin platzieren. Soll ich das so lassen oder soll ich wieder zurückschieben? Was kann ich denn überhaupt machen? Ich guck mal. Also das ist Inventar. Okay, was haben wir hier? Oh, ich bringe Nachrichten. Okay, dann machen wir das erst. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Objekte müssen hergestellt werden. Macht Sinn. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Objekten zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Midgard ist übrigens die normale Welt, in der jeder Sterbliche lebt. Und wenn wir halt sterben, verlassen wir Midgard, also im Prinzip die Erde. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Das ist ja Wahnsinn, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das jemals in einem Spiel aus Holz und Stein hergestellt wird. Ja, okay, dann lassen wir es so. Also, Holz und Stein. Kann ich denn jetzt hier einfach so einen Stein aufnehmen oder? Das klappt schon mal nicht. Okay, ich kann mit meiner bloßen Faust dagegen hauen, aber da passiert nichts. Kann ich hier vielleicht so ein. Was sammeln oder sowas? Ich guck nochmal. Wir haben Rüstung 1, 3 von 300 Gewicht. Valheim Kompendium. Aktive Effekte. Okay, Nachrichtenlogbuch. Du bist nass. Okay. Die meisten Effekte. Ah, verstehe. Das ist die Sachen, die wir vorhin von dem Vogel gesagt bekommen haben. Unbewaffnet 2. Okay, wir können also durch die Tatsache, wie wir angreifen, unsere Fähigkeiten verbessern. Das finde ich ganz nice. Trophäen. PvP-Schaden aktiv. Ah, Friendly Fire. Okay, es gibt also scheinbar doch PvP. Wenn du ins Inventar gehst, bist du mit der Cam davor. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Warte mal, ich guck mal. Ja, wir lassen es erstmal so. Also es ist ja noch nichts passiert. Wenn wir den Bildschirm brauchen, dann schalte ich nochmal um. Ich meine irgendwo, ich kann die Facecam natürlich auch ausschalten, ne? Also wie ihr möchtet, ne? Ich mach das für euch. So, hey, wir haben neuen Gegenstand, Fackel, zerlumptes Hemd. Wir wissen, wie wir ein zerlumptes Hemd herstellen, weil wir Holz aufgesammelt haben. Ach so, hier Craft. Okay, da sind wir jetzt drüber. Ja, pass auf, ich mache Folgendes. Ich schiebe mich doch hier rechts oben in die Ecke. Weil ich sag mal, hier über diese Embleme mit PvP-Schaden und so weiter, das ist egal. Da kann ich drüber hängen. Und die Karte ist ohnehin nicht so wichtig. Dann habt ihr aber zumindest sehen, hier dieses Crafting-Menü. Also, wir könnten eine Keule herstellen. Dafür brauchen wir 6 Holz. Vielleicht macht das Sinn, dass wir das mal machen, damit wir uns verteidigen können. So, kann ich nicht einfach diese komischen Äste aufsammeln, die hier hängen? Und Gummibäume. Buche. Fähigkeit verbessert, unbewaffnet auf 3 verbessert. Okay, weil ich gegen Baum geboxt habe. Können wir mit Baumboxen denn. Ach, und. Ja, natürlich! Oh, nee. Wir haben jetzt keine. Wir haben kein Holz davon bekommen. Kann ich denn hier den Strauch kaputt boxen? Jawohl, hinzugefügt Holz. Ah, okay, wir haben das direkt aufgesammelt. Ah, das ist ja. Das ist nice. Ich dachte, das müssen wir manuell aufsammeln. Dann kann ich hier doch mal eine Buche kaputt hauen. Das. Neues Material, Harz. Neue Anleitung, Fackel. Ah, okay, weil wir Harz aufgesammelt haben. Okay. Wir haben jetzt 5 Holz. Oben links stand aber irgendwas mit +2. Ach so, ja, okay. Wegen dem Holz aufsammeln. Alles klar.
Nachricht kommt, ist ein bisschen zeitverzögert an, alles klar. Okay, kann ich denn, liegt hier denn zufällig noch irgendwie ein Stein rum? Angriff, warum kriege ich jetzt Angriff eingeblendet? Ich glaube, die Rehe da tun mir nichts, oder? Ich nehme mir den Holz auch nochmal eben auf. Ich möchte aber gerne noch ein. Oh, da ist fast Steine. Ja. Hä? Neue Anleitung: Stein, Axt und Hammer. Ein holzener Hammer, der zum Bauen benötigt wird. Alles klar. So, ich möchte ganz gerne die Steinaxt machen. Dafür brauche ich aber noch mehr Steine. Und ich würde mir ganz gern vielleicht nochmal eben eine Keule herstellen. Eine grobe, aber nützliche Waffe. Ich fertige mir mal eine, falls wir wieder von einem Wildschwein angegriffen werden. So, eine Keule hergestellt, liegt auf der 2. Ich möchte die Keule aber gern auf die 1 legen. Jetzt sind wir unbesiegbar. Ja! So, kann ich denn. Fähigkeit verbessert Keule. Die Keule geht selbstverständlich kaputt, aber das ist nicht so schlimm. Wir. Mein Gott, was der Typ drauf hat. Hüa! So, hier den Stein kann ich leider damit nicht kaputt machen, dann mache ich null Damage. Da brauche ich wahrscheinlich eine Spitzhacke oder sowas. Aber Holz kriegen wir ganz gut, auf jeden Fall. Aber Stein liegt hier echt wenig rum, ne? Haben wir nicht. Mal so nebenbei, haben wir gar keine Musik im Spiel? Also ich weiß, ich habe die runtergestellt, aber. Kontinuierlich aktivieren. So ist doch viel schöner, oder? Vor allem, ich finde die Musik auch schön. Also wenn die Musik zu laut ist, gern nochmal melden. Ich glaube, ich mache die noch mal einen ganz kleinen Tacken leiser. Weil wir jetzt ja die Soundeffekte auch runtergestellt haben, deswegen. Weil ich möchte natürlich schon, dass die Soundeffekte über der Musik liegen und nicht umgekehrt. Wir brauchen Steine. Da ist ja einer. Juhu. Ein Stein. Ich meine, hier liegen immer diese großen Steine. Das ist wieder ein Wildschwein. Ich habe keine Lust, gegen Wildschwein zu kämpfen gerade. Hier ist noch ein Ast. Ich hau mal die ganzen Hölzer jetzt gerade nicht klein, weil ich möchte nicht, dass wir nachher überladen sind. Hier ist noch ein Stein. Jawohl. Hallo, nimm den. Und da ist noch ein Stein. Nimm den. So, dann können wir uns daraus nämlich jetzt schon mal eine Steinaxt fertigen. Die lege ich mir auf die 2. Und wir sind hier um diesen Monolith, um diese Megalithen rum. Wollen wir uns hier bei den Megalithen vielleicht auch unsere erste Basis bauen? Also hier auf der Lichtung? Ich weiß nicht, dann sind wir hier relativ nah bei. Ich finde das gar nicht so schlecht. Maus 2 und Leertaste ausweichen. Ah, okay, dann macht er eine Rolle, verstehe. Und Maus 2 ist blocken, okay. So, dann fälle ich mal hier einen Baum. Fähigkeit verbessert Holzhacken. Oh, ich muss immer manuell drücken. Das ist ähnlich wie bei Forest. Oh, Wild! Und ich habe, glaube ich, wenn ich das im Trailer gerade noch richtig in Erinnerung habe, kann man sogar von. Huch, was ist das denn? Ein Grayling! Man kann von umfallenden Bäumen. So. Harz hat der gedroppt. Man kann von umfallenden Bäumen erschlagen werden. So, hier, den zerlegen wir dann nochmal fachmännisch. So. Interessant, wie der immer kleiner wird. So, und wir kriegen sehr viel Holz auf jeden Fall raus. Bleib hier! Aber wir kriegen jetzt nichts anderes als Holz.
Achso, das ist unsere Ausdauer da unten. Ich dachte, das wäre die Lebensenergie des Baums. Okay, 10 Holz kriegen wir da aus einem Stück Baum. Aber was kann ich denn, also wie kann ich denn ein Haus bauen? Irgendwie ein Unterschlupf oder sowas? Wahrscheinlich muss ich dafür erst einen Hammer erstellen. Könnte ich mir vorstellen. Da kommt schon wieder so ein komischer Grayling. Relativ easy. Das sind einfach Baummenschen. Kann ich denn... Okay, mit einer Axt kann ich auch keinen... keinen Stein zertrümmern. Ich mache nochmal den Baumstamm hier gerade weg. Kann ich das... Hallo? Hallo? Ah, so. Fähigkeit verbessert. Holzhacken in Stufe 7. Okay. 6 Holz kriegen wir raus. Wir brauchen Steine. Hier zum Beispiel einer von denen. Warum nimmt er den eigentlich immer nicht auf? Zupft er den immer erst aus der Erde raus? Ich glaube, die zieht er immer erst aus der Erde raus und dann können wir sie aufnehmen. Ich weiß zwar nicht, warum er das macht, aber egal. Okay. So, dann Hammer. If I had a hammer. Hammer in the morning. So, da ist nämlich sein Grüßkrieger. Ich lege mir die Fackel mal hinten auf die 8. Wahrscheinlich will er mir jetzt sagen, wie wir was bauen können. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Alles klar. So, ich rüste das aus. Reparieren. Okay. Entfernen Baumenü. Gebäude überlappen. Umschalten. Okay, alles klar. Wir finden da so langsam rein. Ein Lagerfeuer, Holzstoß, Steinhaufen. Was haben wir hier? Kochstation, Werkbank. Bauen. Warum ist ein... Achso, das reparieren einfach. Eine Werkbank benötigt einfach nur 10 Holz. Okay, und eine Kochstation 2. Wahrscheinlich macht es Sinn, sich eine Kochstation auch zuzulegen. Aber ich befolge erstmal den Rat des Vogels und baue mir mal eine Werkbank hier hin. Nein, so. So, rotieren. So kann ich so machen. Wo kann ich die denn hinbauen? Ich baue die mal hier bei dem... Kann ich die hier hinbauen? Hier ist doch schön, oder? Okay, neue Herstellung, Holzfall. Ich kann das gar nicht so schnell lesen immer. Okay, Vogel wieder da. Wie kann ich das wieder entfernen? Ich kriege sehr viele Rezepte gerade. So. Mal wieder hier. Alter, wie viele Rezepte wir jetzt kriegen. Halleluja. Holzdach, was? 26 Grad Kreuz, Holzbalken 2 Meter, Holzbalken 26 Grad. Wie kann man denn bitte hier bauen? War es das? Okay. Du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Objekte und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Alles klar. Zu weit. Benutzen. Station braucht ein Dach. Natürlich. Natürlich. Kann ich das denn hier eigentlich auch Gebäude umsetzen oder sowas? Baumenü. Also ich habe Holzwand. Entfernen, Maus 3. Baumenü, platzieren 1. Werkbank keine Reparatur benötigt. Umschalt links, Gebäude. Okay, da passiert erstmal nichts. Baumenü entfernen, Maus 3. Oh. Ah, wir kriegen direkt 10 Holz wieder. Oh, das ist nice. Okay. Ja gut, ich habe die ja auch nur gebaut, damit wir die Rezepte dafür bekommen. Ehrlich gesagt. Holz war... Lass mich verarschen. Können wir nicht benutzen, weil er kein Dach hat.
Nein. Gut, stellen wir nochmal wieder hin. Okay. So, es wird langsam dunkel. Jetzt geht's. So, was können wir denn da? Holzwand, Holzboden. Müssen wir nicht erst so was wie ein Fundament oder so errichten? Holzstufen, Holzleiter, Strohdach. Ich höre hier schon wieder irgendwelche... Ich höre hier doch wieder irgendwelche Gremlinge oder sowas. Und dann das Harz. Danke sehr. Und da ist noch ein Stein. Steine nehme ich immer mit. Steine kann man gut gebrauchen. Hier ist auch noch ein Stein.